Flauschjacken von The Lovers and Drifters Club, aber. dich. Hi Leute, es ist Ewigkeiten her, dass ich einen Haul gefilmt habe. Ich glaube fast ein Jahr oder so. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht shoppen war, aber ich fand es irgendwie mal so langweilig, zwischendurch ein Haul zu tun. Aber jetzt war gerade Weihnachten und vielleicht habt ihr ja ein bisschen Geld von euren Eltern oder euren Großeltern zu Weihnachten bekommen und möchtet das in, keine Ahnung, vielleicht Klamotten investieren. Das habe ich jedenfalls immer gemacht, als ich von meiner Familie Geld bekommen habe. Natürlich nur ein Teil. Ich bin immer noch die Predigerin von Sparen. Und ich selbst war in den letzten paar Tagen ein bisschen einkaufen, weil der Zara Sale hat angefangen und ich gehe eigentlich nur zu Zara, wenn die Sale haben. Deswegen war ich da mit meiner Mom. Und dann habe ich auch noch ein paar Bestellungen getätigt und ich dachte, ich zeige euch so einen kleinen Collective Haul mit Zara, Free People, Closed, H&M, Choice und All Saints. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ich würde gleich mal mit Zara anfangen, weil das interessiert, glaube ich, die meisten von euch. Und das erste, was ich bei Zara gekauft habe, war für mich so, oh, weil ihr wisst, ich bin eigentlich so ein kleines Hippie-Mädchen und ich liebe alles, was irgendwie mit den 60ern und 70ern zu tun hat. Und bei diesem Kleid auf dem Preisschild steht sogar dran, Tribute to the 70s, also ja, das ist wirklich nachgedacht von denen. Und das ist dieses wunderschöne blaue, dunkelblaue Kleid in so einem Chiffonstoff mit so Flatterärmeln. Und es ist sehr, sehr lang. Es geht nicht bis auf den Boden. Es endet so bei mir, ich bin 1,71 Meter groß, endet so kurz, also so viel vorm Knöchel ungefähr, dass man dazu Boots anziehen kann, was meine Intention war, so voll Country Girl. Das hat gekostet von 50 Euro auf 30 Euro herabgesetzt und das habe ich in der Größe XS gekauft. Dann außerdem bei Zara, ich bin irgendwie gerade so auf dem Trip, dass ich mir ein paar klassische Sachen kaufe, die man auf jeden Fall im Kleiderschrank haben sollte. Zumindest meiner Meinung nach, ist natürlich für jeden anders, aber ich besitze so gut wie keine Blusen und ich mag Blusen auch eigentlich nicht, aber ich habe diese Polka-Dot-Bluse gefunden, die irgendwie mich angesprochen hat. Ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich, sind gepunktete Blusen ziemlich klassisch. Kann es sein, findet ihr das auch? Naja, auf jeden Fall war diese Bluse herabgesetzt im Sale von 29,99 auf 14,99. Ich dachte mir, hey, das kannst du immer, wenn du nicht weißt, was du zu irgendeinem, sag ich mal, besonderen Anlass anziehen sollst, kannst du das Ding anziehen. Finde ich cool. Außerdem bei Zara, die haben ja immer so eine Section, wo sie, ich muss kurz gucken, ob ich scharf bin, jawohl. Außerdem bei Zara, die haben ja immer diese T-Shirt-Section, wo sie entweder T-Shirts mit Prints haben oder diese weichen T-Shirts oder mit Streifen oder was weiß ich. Und ich habe das hier gesehen, das war das letzte, was da noch so rumhing. Das war glücklicherweise in meiner Größe und es hat so ganz viele kleine Sachen drauf. Magneten, Auge, Haus, Schlüssel, Hand, Zitrone, keine Ahnung, so ganz viele kleine Prints. Und das war herabgesetzt von, 7,95 auf 5,95, also eigentlich nur 2 Euro, aber ich hätte es mir, glaube ich, auch für 7,95 gekauft, weil sowas macht ein Outfit immer gleich irgendwie besonders. Ich mag das und es ist relativ weich und weiße T-Shirts kann man nie genug haben, vor allem nicht, wenn sie unterschiedliche Prints haben. Dann war ich schon länger auf der Suche nach einer, ich weiß gar nicht, wie man diese Hosen nennt, die sieht so aus, hat so ein Karo-Muster. Ist mir leider ein bisschen zu groß. Ich muss die entweder umnähen lassen, Gürtel tragen oder halt so einmal rumkrempeln. Weil das ist, ich glaube, Karotten nennt man das, Karottenhose? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich die irgendwie cool. Die hatte ich auch gestern schon an, den ganzen Tag. Das ist irgendwie so auch so eine klassische Sache irgendwie, die man dann, wenn man dann zu Sneakers trägt, da fühle ich mich voll hipster irgendwie. Eigentlich nicht so cool, aber irgendwie hatte ich Bock drauf. Ich mag diese Hose und ich habe das Preisschild schon abgemacht, deswegen weiß ich leider nicht mehr, wie viel sie gekostet hat. Aber sie war auch im Sale. Weil das Friedrichstraße, das Zara in der Friedrichstraße war alles war Sale. Es war ungefähr der Bereich mit neuer Kollektion, war ungefähr so groß wie meine zwei Kleiderstangen hier hinten. Dann habe ich mir auch bei Zara noch zwei Taschen gekauft. Eine davon habe ich mir aber schon Anfang Dezember auf Fuerteventura gekauft. Und zwar, die ist jetzt aber auch im Sale hier in Deutschland. Kostet wahrscheinlich jetzt genauso viel wie in Spanien, weil da ist immer ein bisschen günstiger. Das
zwar sieht die so aus, die hat so ganz viele kleine Stickereien vorne drauf und Fransen. Ihr wisst, ich liebe meine Fransen. Ein paar Fransen an der Seite, ist kein Leder. Und auf der anderen Seite auch ein Spiegel und hat so eine goldene Kette. Da passt da relativ viel rein. Ich glaube, der hat auch noch zwei Innenfächer. Ja, genau, für Handy und so. Das war die erste Tasche. Obwohl ich Gold nicht so mag, mag ich das irgendwie, wenn das so Bronze-Gold ist. Und die zweite Tasche, die ich mir dann zusammen mit meiner Mama direkt im ersten Tag Sale hier in Berlin gekauft habe, ist diese hier. Und die hat hier vorne so einen Schnapper. So. Und ich fand irgendwie, ich besitze eine kleine schwarze Tasche, aber nur mit Fransen, sie auch. Ich wollte eine etwas edlere haben, die trotzdem so meinem Stil entspricht. Ich wollte mir keine Celine oder so kaufen, weil die hat auch irgendwie jeder mittlerweile. Und die stand da und die ist aus Echtleder und die war von 45 Euro auf 17,99 Euro abgesetzt. Und das ist für mich so voll das Schnäppchen gewesen. Und die passt sehr gut zu meinen einzigen Designerschuhen, die ich habe, zu meinen Chloe Boots. Und die fand ich auch sehr schön und ist jetzt in meine Taschensammlung gewandert. Dann war ich noch bei H&M. H&M hat ja auch Sale gehabt. Da habe ich, also wann war ich das letzte Mal bei H&M? Ich glaube Anfang des Jahres, dass ich da was gekauft habe. Und dann bin ich einfach auch nur reingegangen, weil es irgendwie auf dem Weg war und ich Weihnachtsgeschenke gekauft habe. Und bin halt, wenn es H&M Sale hat, gehe ich eigentlich nur zu den Hosen und suche nach Boyfriend Jeans, weil da hat H&M meistens die beste Auswahl, finde ich. Und dann habe ich auch eine gefunden. Und zwar ist das so eine dunkelgraue, ausgewaschene mit natürlich Löchern und unten am Bein ist sie auch so ausgefranst. Die nennt sich, oh, das wusste ich gar nicht, Denim Made with Recycled Fibers. Also hat auch noch was, hat auch noch ein bisschen was für die Umwelt getan. Girlfriend Fit Low Waist Ankles. Eine 27 ist mir auch zu groß. Sie hatten leider keine kleinere Größe mehr da. Auch die trage ich dann meistens einmal so umgekrempelt. Dann geht es oder ich mache halt einen Gürtel rein. H&M. Dann wollte ich eigentlich ein T-Shirt von Urban Outfitters zeigen, was ich ziemlich, ziemlich cool fand. Und zwar, ich mag so, ihr wisst, ich liebe weiche T-Shirts. Das ist sehr, sehr weich. Das ist von Truly, Madly, Deeply. Das ist ja so eine Untermarke von Urban Outfitters. Und der Spruch hat mich so an Ena und mich erinnert, weil da steht drauf: Something like this, but not this. Weil, also so gehen richtig viele unserer Unterhaltungen aus und es ist so medium lang, also es ist kein Crop Top, aber es geht auch nicht bis über die Hüfte oder es endet kurz vor der Hüfte und es ist sehr weich und ich mag so ausgewaschene T-Shirts, die wahrscheinlich irgendwann ein Loch bekommen, finde ich cool, mag ich. Dann war ich mit Ina bei einem American Apparel Event und ich schlender um die Bodies von American Apparel schon rum, seitdem ich 14 bin, glaube ich. Und den anderen finde ich gerade nicht, aber ich blende euch hier ein Bild von der Website an, welchen ich mir noch gekauft habe, und zwar den. Aha. Und dann habe ich mir noch einen langärmeligen gekauft, der vorne sehr weit ausgeschnitten ist. Also ich finde, das kann eigentlich jeder Mensch tragen, egal was für eine Oberweite. Ich habe wirklich kaum Brüste und ich schäme mich nicht dafür, das zu zeigen. Ich finde, das sieht sehr elegant und zart aus. Und wenn man dazu eine schöne Kette trägt, zum Beispiel wie die, die ich gerade anhabe, und diese Strings, also die Bänder, genau, die Bänder da so reinfallen, da sieht das, finde ich, sehr edel und elegant aus. Und ja, der Body, ich blende euch den Preis hier ein, ich weiß es nicht mehr genau, weil wir haben, ich glaube, 20% oder so bekommen. Ja, habe ich ihn auch noch ein Weihnachtsgeschenk gekauft, was ich ganz toll findet. Ich habe jetzt erstmal noch Schuhe. Die hier habe ich schon ein bisschen länger, die wurden mir zugeschickt von Choice und die wollte ich euch zeigen, weil die einfach dafür, dass sie von so einer China-Website sind, echt, also meiner Meinung nach gut sind, sind Overknee Boots aus so Fake-Wildleder mit so Schnüren hinten dran und einen ganz, ganz kleinen Absatz und ich habe die im Dezember nonstop getragen. Ich hatte mir vorher schon welche bestellt von Sascha Schuhe online. Die habe ich beieinander gesehen gehabt, aber die waren irgendwie viel zu locker am Bein und ich wollte welche haben, die wirklich eng sitzen. Und ich verlinke euch alles in der Infobox, was ich finde. War ein absoluter Favorite in diesem Monat und wollte ich euch zeigen. Und dann habe ich mir ein paar teurere Sachen gekauft, die
schon seit längerer Zeit auf meiner, sag ich mal, Bucketlist standen. Also ich habe immer so Sachen, die ich entweder seit Jahren suche oder die ich für eine bestimmte Zeit unbedingt haben will. Und ich habe sehr lange nach einer Fellweste gesucht. Ich habe zwar diese Flauschijacken von The Lovers and Drifters Club, aber... Auf jeden Fall wollte ich eine Fellweste haben, die ich über alle meine kurzen Jacken bzw. Lederjacken jetzt im Herbst, Winter anziehen kann. Ich bin fündig geworden auf Outfit Das, weil die verkaufen ja Free People und Free People ist immer noch mein Bae. Ich liebe Free People. Und da hatten sie diese Weste. Die ist so cremefarben und hat so ganz filigrane Stickereien. Und innen drin halt so Fake Fur Lammfellimitat. Und das Coole ist, was gar nicht auf der Website, wohl stand auf der Website, aber ich habe es nicht geglaubt, weil irgendwie glaube ich dem immer nicht. Wenn man das Schild rausschneidet, wo Free People draufsteht, dann kann man das Ganze auch umdrehen. Soll ich mal kurz anziehen. Und dann kann man die auch so umtragen. Es ist jetzt sehr, sehr flauschi. Aber das finde ich cool, wenn man immer zwei Sachen in einem hat. Why not? Genauso in die nächste Sache. Ich war dann an dem Tag, wo ich mit Mama shoppen war, im All Saints und da habe ich mir einen Lederrock gekauft. Denn ich hatte vorher im Zara 5 verschiedene Lederröcke an und die haben alle nicht gesessen, überhaupt gar nicht. Und dann waren wir bei All Saints und ich mag All Saints sehr gerne. Also ich finde den Style, den Vibe von dem Laden einfach sehr cool. Und da hatten sie einen Wildlederrock, diesen hier. Mit so matt silbernen Nieten. Der hat hinten auch einen Reißverschluss. Und dann war es halt so, der ist jetzt eine Größe UK 8,36 Euro. Und ich habe halt wirklich immer Probleme mit, also meine Taille ist wirklich relativ schmal von Natur aus. Und der ist ungefähr 2 cm zu groß. Und sie hatten die aber nicht mehr der Nummer kleiner da. Heute, ich habe mich dann so eintragen lassen bei der E-Mail-Liste, falls er nochmal restockt wird. Und heute habe ich eine E-Mail bekommen, dass eine Person ihren UK 6er, also 34, zurückgegeben hat. Das heißt, den musste ich dann gleich bestellen. Das heißt, ich werde den jetzt auf jeden Fall zurückgeben und hoffe dann, dass der andere, der jetzt geliefert wird, dann passt. Das vorletzte Item, was ich euch zeigen möchte, ist auch von All Saints. Und ihr wisst, ich trage sehr gerne Lederjacken. Ich habe eigentlich genug, aber ich habe keine schlichte Lederjacke, die keine Steppung, keine Raffung, keine Pads irgendwo hat in schwarz. Und All Saints hatte dann Sale auf alles und ich musste mir dann eine Lederjacke kaufen. Ich werde 3 andere verkaufen dafür, weil ich die nicht trage. Ich habe die einfach nur rumzuhängen. Und das ist das hier. Das ist für mich auch so eine Investition. Für eigentlich immer, weil, naja, solange ich nicht irgendwie fett werde, weil die sitzt relativ eng, aber solange ich irgendwie die Figur behalte, die ich jetzt gerade habe, wird diese Jacke mich ein Leben lang begleiten. Die ist halt wirklich einfach nur schwarz mit diesen Flaps, mit diesen Applikationen, schwarze Knöpfe, silberner Reißverschluss, 3 Taschen und Gürtel. Hat weder hier noch am Rücken irgendeine Art extra Verzierung und das wollte ich haben und das war eines der Weihnachtsgeschenke an mich selbst und die werde ich rocken bis zum geht nicht mehr. Und ich besitze ja nicht viele nicht sehr viele hochwertige Sonnenbrillen. Ich bin bei Sonnenbrillen wirklich sehr, sehr, sehr picky, würde ich jetzt mal so sagen. Also bei mir ist, wenn ich eine Sonnenbrille kaufe, dann muss ich mir wirklich sicher sein. Und bei der war das so, dass ich in den Laden reingegangen bin und ich dachte mir nur so, du bist meins. Und das ist eine Ray-Ban, so sieht die aus und ich habe schon eine Ray-Ban, eine Runde, die kennt ihr wahrscheinlich alle, weil ich die nur getragen habe, mit ein bisschen kleineren runden Gläsern. Die ist jetzt halt nochmal ein bisschen grüner und hat das braune Glas drin, bei dem ich finde, dass es einfach nochmal alles viel schöner aussehen lässt, weil das grüne Glas macht alles immer so ein bisschen dunkel und wenn die Sonne scheint und dazu noch diese braune Sonnenbrille auf, dann ist die ganze Welt einfach nur so ein brauner Regenbogen. Ja, die wollte ich euch auch noch zeigen, weil da auch schon nachgefragt wurde auf meinem Instagram. Und das war es auch eigentlich schon. Ich wollte jetzt nicht zu viel zeigen, weil dann denkt ihr wieder, ich bin so richtig konsumgeil. Aber das waren so die Sachen, die mir wirklich
sehr, sehr, sehr gut gefallen haben, die neu sind, die ihr euch vielleicht auch noch kaufen könnt, wenn ihr daraus ein bisschen Inspiration gezogen habt oder ähnliche Sachen euch in anderen Läden kaufen könnt. Das habe ich alles freigestellt. Ich möchte niemanden zu irgendwas zwingen. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet alle fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, dieses Video kommt noch 2015 als mein letztes Video hoch. Und ich wünsche euch damit dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich versuche gerade so ein bisschen wieder mehr ins Video machen reinzukommen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns 2016, was ja eigentlich gleich um die Ecke ist. Ja, rutscht gut rein und bis dann. Ciao.